So, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es weiter. Und zwar starten wir hier im Trentino und fahren erstmal einfach drauf los. Die Frühstückspause, lasst euch überraschen, wo wir die machen. Ich denke an einem kleinen Fluss, wenn das ein schöner Stellplatz ist, den ich da ausgesucht habe. Auf jeden Fall ist unser Ziel heute die drei Sinnen. Ich war noch nie in den drei Sinnen. Ich war schon oft in Südtirol, Seisealm und so weiter. Aber die drei Sinnen habe ich noch nie gesehen. Darum ist das heute mein Ziel. Und ja, lasst euch überraschen. Ich zeige euch Ziegen. Also das Video hat so ein bisschen mit Ziegenalarm zu tun. Da ging mir diesmal echt die Muffe. Also habe ich noch nie so gehabt. Aber ja, einmal ist immer das erste Mal. Okay. Wenn euch das interessiert, bleibt doch einfach dran. Jetzt kommt noch ein kurzer Vorspann. Und habt ihr schon ein Abo da gelassen? Wenn nicht, einfach unten auf Abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen. Dann wird euch immer angezeigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann lasst euch überraschen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bis gleich. Geht nach links. Gehen die auch nach links. Das heißt, wenn ich hier zu weit wandere, muss ich dann in Quarantäne, wenn ich wieder nach Hause komme. Extra für euch gefilmt. Bitte schön. Oh, wir werden uns so beeilen müssen. Das heißt, ich werde hier nichts, nirgendwo was zu essen und zu trinken bekommen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Cassie ist erstmal mega begeistert, nach 3 Stunden Fahrt endlich wieder aus dem Auto aussteigen zu dürfen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wir sind hier an den drei Zinnen an einem Wasserfall. Werner steht da hinten irgendwo und wir waren erstmal eine Runde baden. Es ist so schön hier. Ich hoffe nicht, dass die Nacht zu kalt wird. Cassie hat was entdeckt. Komm mal wieder her. Komm her. Sie hat das ein bisschen unterschätzt. Es ist echt tief. Hierher. Cassie. Hierher. Komm. Sie sieht immer was schwimmen. Da kommt immer so oberflächlich was angeschwommen. Und dann denkt sie, dass es Fische sind. Und will angeln oder jagen. Und sie würde jetzt den ganzen Tag hier stehen und die Sache begutachten. Ist das Wasser nicht traumhaft?
ich bin jetzt im 6. und habe gerade versucht, hier in einem der Bäcker, steht ja alles dran, einen Latte Macchiato zu bekommen und vielleicht ein leckeres Stück Kuchen. Und dann haben die mir erklärt, dass hier Ausschanksperre ist bis 31.10. Das heißt, ich werde hier nichts, nirgendwo was zu essen und zu trinken bekommen. Nur gut, dass wenn. Für die, die noch nie in Italien waren, diese Dinger stehen in jedem Ort, an jedem Ortseingang und an jedem Ortsausgang. Und wer hier zu schnell ist, wird geblitzt. Ich finde es gut, so sind die Orte in verkehrsberuhigten Bereichen. Schaut doch mal, wie schön das hier aussieht. Cassie sitzt übrigens immer noch im Auto. Ich bin jetzt also alleine unterwegs hier. So, ich habe mir erstmal einen Kaffee gekocht. Hier ist ja Ausschankverbot. Und schaut mal. Mit einem Wasserfall. Am liebsten würde ich hier stehen bleiben. Über Nacht. Wäre doch das perfekte Morgenfrühstück mit so einem Wasserfall. Wir gehen jetzt noch eine Runde wandern. Es ist zwar schon 16 Uhr, aber Bewegung kann nie schaden. Bis da oben werden wir wohl nicht mehr kommen. Aber ein kleines Stück. Und so sieht es hier gerade aus. Ich denke mal, die Vorbereitungen laufen auf die Skisaison, sollte es sie dieses Jahr geben. Cassie hat was entdeckt. Ich dachte, es sind Schafe, aber das sind, glaube ich, Alpakas, oder? Oh, hier liegt schon echt viel Schnee. Hier scheint eine Schattenseite zu sein. Auf Schnee bin ich noch gar nicht eingestellt. Beim Googlen, wo ich morgen hinwandere, ist mir gerade aufgefallen, ich bin echt dicht an der österreichischen Grenze. Ich muss richtig aufpassen, weil ganz Österreich ist jetzt Risikogebiet. Das heißt, wenn ich hier zu weit wandere, muss ich dann in Quarantäne, wenn ich wieder nach Hause komme. Und das möchte ich nicht nochmal. Mir haben die 3 Tage nach Albanien gereicht. Viele meiner YouTube-Freunde sind ja so Radfahrer, Mountainbiker und so weiter. Ich habe hier was für euch gefunden. Passt mal auf. Hier gibt es eine Mountainbike-Strecke, ein Technikparcours. Sieht man irgendwie schlecht, oder? Wartet mal, ich drehe mich mal irgendwie hier rum. Mountainbike-Technikparcours. Und hier, extra für euch gefilmt. Bitteschön. Cassie guckt schon. Schaut mal, da sind die Ziegen. Und hier guckt eine, wie sie damit umgehen soll. Angeleint natürlich, jetzt bevor sie mir abhaut. Und so ist hier das Panorama. Hier genau ist die Schneekanone. Und Werner steht dahinter in dieser Ecke. Genau vor den 3 Zinnen. Jetzt gucken sie aber, dass wir hier kommen. Und Cassie zieht hier. Nein. Hey, Schaf. Wir haben die volle Aufmerksamkeit. Mutig sind sie ja, die kommen jetzt alle mit. Ich weiß ja nicht, wo sie hinwollen. Die haben Cassie noch nicht kennengelernt. Bleibt mal da. So, jetzt greifen wir von oben an. Hallo, Ziege. Ey, Cassie. Die ist die mutigste. Oh! Wir sorgen uns. Bleib da! Bleib da! Nein! Wie weit gehen die denn hoch? So weit dürfen die gar nicht.
Da ist ihre Rinne. Nee, doch nicht. Jetzt bleiben Sie stehen. Hier trauen Sie sich nicht durch. Da stehen Sie alle am Ausgang. Oh, wir werden uns so beeilen müssen. Jetzt kommen Sie nicht mehr hinter uns hinterher. Oder? Nein. Jetzt können wir weitergehen. Oh, das war schnell jetzt. Ich weiß gar nicht, wann es dunkel wird. Bin jetzt 1500 Meter hoch. Hier eine Skipiste. Nicht, dass ich, aber runter geht es ja immer schneller. Nicht, dass ich hier im Dunkeln stehe. Wow, so cool. Noch ein Stückchen, dann kann ich den Sonnenuntergang vielleicht sehen. Wir haben uns zu früh gefreut. Die jagen uns immer noch. Die warten nur, dass wir um die Ecke gehen. Ich weiß gar nicht, wie wir hier wieder runterkommen. Die sind ja schneller. Die haben ja Höhentraining, aber ich nicht. Ich kann es nicht fassen, wie frech die Ziegen sind. Die sind jetzt hier 1,5 Kilometer hinter uns hinterhergelatscht. Und Cassie kann es nicht fassen. Und wir gucken gerade nach dem Alpenglühen, aber das heißt ja jetzt hier dann Dolomitenglühen, oder? Bevor wir jetzt aufbrechen und versuchen uns an den Ziegen vorbeizuschleichen, gebe ich euch noch einmal den Rundumblick von hier. Nicht nur für euch, auch für mich, wenn ich den langen Winter dann zu Hause überstehen muss. Jetzt muss ich hier ganz schön lange warten, bis die Ziegen wieder weg sind. Ey, wenn wir im Dunkeln unten ankommen, dann sind die schuld. Nochmal ein Dolomitenglühen. Jetzt ist die Sonne so richtig da oben drauf. Schön. Und da am anderen Ende, da sieht man schon den Sonnenuntergang. Zu früh gefreut. Die lauern jetzt auf unserem Weg. Jetzt habe ich gedacht, irgendjemand hat mich gerettet, weil sie sind ganz plötzlich alle in eine Richtung gerannt. Und jetzt komme ich hier um die Ecke und da stehen sie wieder. Aber da muss ich jetzt vorbei. Ach, die lassen sich austricksen. Jetzt kommen sie alle hierher. Oh, wir müssen. Wir machen Plan B. Egon macht einen Plan. Wir gehen hierher. An die Ecke. Dann kommen sie hierher und dann rennen wir einen großen Bogen. Irgendwie jetzt gerade kein Plan. Wir haben uns jetzt hier auf so einen Berggipfel gerettet. Aber, also wir müssen halt diesen Weg da lang. Und ich weiß nicht, wie ich schnell an ihnen vorbeikommen soll. Die kommen immer in unsere Richtung. Nach rechts gehen die alle nach rechts. Geh ich nach links. Gucken sie erstmal blöd. Huch! Gehen die auch nach links. Und mein Hund spielt hier verrückt. Und jetzt hier so dicht. Wir sind gerannt, aber die rennen einfach schneller. Können sie verjagen. Die kommen immer dichter. Wir gehen jetzt einfach weiter
in der Hoffnung, dass sie nicht von hinten angreifen. Sie hat ein bisschen Angst. Vielleicht denken die, Cassie ist ihr Hirtenhund.